Wie hast du das mit Jack rausgefunden? Da hat mir der Chat tatsächlich einen Hinweis gegeben, dass es im vergessenen Land da oben. Heißt, ja, die vergessene Land heißt es, ne? Genau. Dass es da tatsächlich etwas gibt, was ich, wo ich halt quasi diese Matroschkas drauf machen kann oder halt hinlegen kann oder wie auch immer. Dass das mit diesen Puppen Matroschkas zu tun hatte, das wusste ich tatsächlich, das habe ich mir selbst zusammengereimt. Oh, weil halt eben auch Merlin ja uns auch diesen Hinweis so ein bisschen gegeben hat. Und genau. Als ich dann aufgeräumt habe, das Valley, da oben, habe ich das dann halt selber gefunden, tatsächlich. Also ich bin schon irgendwie selber auf den Trichter gekommen. Nur den Hinweis bekommen, dass es halt oben irgendwo was ist. Heute ist es aber schön. So, ich sammle die jetzt nicht. Ich bin zu faul. Ich nur die zwei vor. Sehr, ey. Sehr, nein, wieso drehst du dich um? Merlin selber hat dir das vergessene Land gesagt, du hast nur nicht richtig gelesen. Ja, aber dass es nur einmal sagt und dann nie wieder lesbar ist, das ist irgendwie auch ein Kack. Ich meine, wenn du eine Quest aufgibst und in der Quest etwas sagst, dann muss die Quest aber auch wieder ersichtlich sein. Es kann ja nicht sein, dass ich mir das merken muss und 5 Tage später, wenn ich das Spiel wieder anfasse, dann kriege ich irgendwann dann doch mal Schwierigkeiten. Was war denn das nochmal? Das ist ja irgendwie auch Kacke. Ich will jetzt nicht spoilern bei was, weil ich nicht weiß, wie weit Toffee ist, aber vielleicht kommt es noch. Aber mir kommt tatsächlich noch einiges, ne? Ich muss noch so viele Quests aufholen. Aber wir müssen jetzt heute den Sternenpfad fokussieren, weil ich halt einfach keine Zeit mehr habe, den zu machen. Nur noch 15 Tage und ich habe Angst, dass ich jetzt irgendwie den nicht mehr voll kriege, den Sternenpfad. Und bei gewissen Sachen, wie zum Beispiel hier das mit Elsa, gibt Elsa 5 Gegenstände. Das kann ich halt einfach nicht sofort machen. Da muss ich einen Tag warten. Das heißt, diese Aufgabe kann ich heute nicht fertig machen. Und als auch hier das mit dem Roten, ernte etwas Rotes, wenn es Paprika ist, dann muss ich jetzt einfach warten, bis die Paprika fertig ist. Klar, ich hätte sie in einem anderen Gebiet anpflanzen können, wo es schneller geht, aber ja, ihr wisst, was ich meine. So, hänge mit einem eisernternden Einzelgänger ab. Genau, das müsste ja eigentlich Christoph sein. Das könnte ich eigentlich noch machen. Und die Suche noch auf etwas Glänzendem, das sind halt Glanzdinger. Gut, dann müssen wir Christoph suchen. Christoph, wo bist du? Christoph! Steckt er denn? Ach, da. So. Hatte ich auch komisch, dass es nur einmal war. Oh, Leute, ich muss noch was essen. Ich esse nochmal Nervennahrung. Auch wenn es nicht eingelöst ist. Hirnmasche wird. Da steckt ein Christoph. Ich könnte euch gar nicht vorstellen, Eis abbauen. Was beim Stream echt irgendwann der Hänger kommt, ne? Oder Nervennahrung und Trinkwasser. Danke. Was gibt's zu Abendessen? Ich hatte gar kein Abendessen. Ich hatte Reiswaffeln. Ich hätte mal Abendessen sollen, wa? So. Das klebt alles. Jetzt machen wir weiter. Jetzt haben wir genug gefressen. Jetzt machen wir weiter hier. Okay. Was wollte ich denn noch machen? Ich wollte... Genau. Wir wollten auf die Suche gehen nach Glänzendem. Das heißt, wir müssen jetzt hingehen und Spitzhacke auspacken und alles zerhacken, was uns unter die Nase kommt. Was hat das mit dem Hut auf sich? Die Leute waren heute so großzügig, dass ich irgendwas Spontanes machen wollte. Und ich habe mich tatsächlich dazu entschieden, den Hut aufzuziehen. Einfach so. Weil heute Großzügigkeitstag von... Oh, Alter! Nein, schnell! Och, Mann! Oh! Oh, Mann! Jetzt ist das blöde Ding mir im Weg gewesen da. Das da. Ich hätte sie auch wegmachen können, aber ich war zu faul. Ich dachte, ich muss schnell sein. Ich glaube, ich habe es geschafft und die Münzjagd-Quest gegen Mickey gewonnen. Ja, super! Schön! Freut mich! Das ist doch supi.
Jetzt kannst du endlich weitermachen. Aber ich sag's dir, es ist halt wirklich eine Übungssache. Also du musst auch gegen die anderen ziemlich viel üben, bis du da mal ziemlich, also die Nase vorn hast. Einerseits üben und andererseits auch die besseren Figur freischalten. Das ist ein bisschen blöd gemacht, dass man halt wirklich die besseren Figuren braucht gegen die besseren gegen gewisse Gegner, dass du halt wirklich erstmal dich hochspielen musst und das Gefühl kriegst, gerade bei den Gegnern, wo du halt wo du mehr Outcome hast, also wenn du jetzt pro Tag kannst du ja mehrere Bewohner herausfordern und jeder Bewohner, den du herausforderst, also nicht jeder, also gewisse Bewohner, die du herausforderst, haben dann eben diesen Bonus, diesen Doppelbonus, dass du Doppelpunkte bekommst, wenn du diese besiegst. Und das ist tatsächlich ein bisschen blöd gemacht, dass genau dieser Bonus oftmals bei Gegnern ist, die du vielleicht noch nicht besiegen kannst mit deinen Figuren. Finde ich ein bisschen doof gemacht. Ich mag dieses Brettspiel nicht. Ich finde es ganz lustig mittlerweile, aber eben, es braucht seine Zeit. Du musst dir wirklich Zeit lassen, es zu lernen und zu üben. Und wenn du das nicht machst, dann ist natürlich ein bisschen... Ich bin so froh, dass ihr... Bissel doof. Dann hast du halt irgendwann die Motivation, ist dann irgendwann flöten gegangen. So, war hier nicht irgendwann ein Stab? Sind schon mal Plinsch? Falls ihr euch fragt, warum ich die Nachtdorn nicht wegmache, es kann durchaus sein, dass das auch wieder eine Quest ist mit den Nachtdornen, die im Sternpfad erst einmal noch freigeschaltet werden muss. Und deswegen lasse ich sie erstmal liegen. Denn ich habe mir das tatsächlich schon mal gehabt. Da habe ich die Nachtdornen alle schön weggemacht und habe dann gesagt, oh, jetzt kümmere ich mich mal um den Sternpfad. Jetzt habe ich alle Nachtdornen weggemacht, habe dies und das und jenes. Und jetzt kümmere ich mich um den Sternpfad. Und was kam in dem Sternpfad? Mache Nachtdornen weg. Und die waren für den Tag schon alle weg. Scheiße war's. Deswegen lasse ich die immer stehen. Für den Fall, dass diese Quest noch kommt. Ne? Ich habe bis jetzt noch nicht ein glänzendes erwischt, Mann. Vermaledeit! Mein Teenie raubt mir die Nerven. Ist schlimm, mit fast 15 Jahren zum Hausarzt zu gehen und was abholen. Ich würde sogar einen Zettel schreiben. Ja, 15-Jährige. Ich kann mich noch an meine 15-jährige Zeit erinnern. Da war mir auch alles zu viel. Oh, Zimmer aufräumen. Nein, ich will nicht. Boah, ey. Oh, Zähne putzen. Oh nein, das will ich nicht machen. Oh, es ist so anstrengend. Oh nein, ich will nicht. Ich will mich nicht umdrehen im Bett. Ich will auf der linken Seite liegen bleiben. Auf die rechte zu wechseln ist so anstrengend. Das ist so hart. Da war alles so anstrengend. Egal, was du gemacht hast. So. Ich muss mal kurz ein paar Sachen verkaufen. Und jetzt habe ich hier keinen Platz. So. Aber nur das, was ich auch wirklich verkaufen will. Die Diamanten behalte ich mal. Die kann ich noch gebrauchen, glaube ich. Ja, könnte man ja vielleicht noch gebrauchen. Das ist das übliche Thema. Oh, es hängt gerade. Das Spiel hängt. Da kann ich ja noch was essen. Ich esse jetzt einen Tee. Ja, ich esse einen Tee. Die Gänse sieht man doch schon vor dem Abbau, oder? Nicht immer, oder? Also so deutlich ist das manchmal. Also man sieht ja... Man sieht ja, dass die, also dass sie ein bisschen größer sind hier, ne? Ah, hier zum Beispiel ein glänzender. Aber man hat jetzt nicht an dem eigentlichen Stein, hat man ja nicht gesehen, dass sie, dass da ein glänzender drin war. Du siehst, ob ein Edelstein drin ist. Und das siehst du aber auch nicht immer. Also manchmal habe ich auch auf einen draufgeschlagen, wo nichts zu sehen war von außen. Und trotzdem war da ein Edelstein drin. Aber du weißt trotzdem nicht, ob es ein glänzender Edelstein war. So. Siehst du, jetzt habe ich was Glänzendes. Sehr, sehr. Sehr, sehr gut. So, mal hier. Und ich könnte noch was... ich könnte die Kiste mal aufmachen. Was ist denn da drin? Ich habe eine Kiste in einer Kiste. Das ist ja fast ein bisschen ironisch. Ja. Leider braucht sie die Überweisung für ihre Medikamente und durch meine Arbeit schaffe ich es nicht in den, Öffnungszeiten selber dahin. Dann hol mal eine 15-Jährige hier in den Stream und ich trete in den Arsch! Manchmal muss man die Teenagern heutzutage ein kleines bisschen, ruppiger gegenübertreten. Vielleicht du als Mutter kannst es vielleicht nicht, aber vielleicht kannst der gute Onkel Toffi.
Und dann werde ich deiner Tochter mal schön ins Gewissen reden. Sonst gibt's Handyverbot. Das ist das Einzige, was heutzutage zieht. Handyverbot. Heutzutage Teenager alle mit Handy, ne? Freust du schon auf die Teenie-Zeit deines Sohnes? Ich habe so viele Pläne. Ich habe so viele Pläne. Wenn der mir doof kommt. Alter, ich sag's dir. Wenn der mir doof kommt. Warum rennen die so viele Herren im Spiel? Ich habe keine Ahnung. Der Christoph, den habe ich angequatscht, aber warum Jack Skellington? Vielleicht haben die was miteinander. Guck mal, die sehen auch wie ein schönes Pärchen aus, oder? Ich finde, Christoph schmachtet ihn auch so ein kleines bisschen an, ne? Oder vielleicht ist er neidisch. Oh, so dünn wäre ich auch gerne. Oder so. Der hat aber auch Beine, ne? Guck mal, dem sein Becken ist auf der Kopfhöhe oder fast auf Kopfhöhe von Christoph. Würde jetzt eine sexuelle Beziehung zwischen Christoph und Jack Skellington herrschen, wäre das die perfekte Höhe für Christoph, um Jack Skellington ein bisschen zuvorkommend zu sein, wenn ich das jetzt mal einfach so sagen darf, ohne zu schlüpfrig zu klingen. Aber ich finde es trotzdem auch ein bisschen befremdlich. So lange Beine hat doch keiner, nicht mal Heidi Klum. Und Jack Skellington hat seine Hand im Schritt vom Christoph. Was ist denn los mit euch? Also das merke ich ja jetzt erst. Die beiden sind als wirklich. Ich meine, es ist ja okay, dass sie das haben, aber bitte nicht vor Kindern hier. Ihr, meine Kinder da im Stream hier, ne? Okay, Entschuldigung. Halesi, hallo. Wie viel Spielzeit hat das Spiel denn ungefähr? Spielst du nur Quests die ganze Zeit? Wie viel Spielzeit dieses Spiel hat, ist eine sehr schwierige Frage, weil es ist quasi ein unendliches Spiel. Du kannst hier immer wieder weiter Sachen machen, weil immer wieder weiter supported wird das Spiel. Es endet quasi nie. Also zumindest noch gibt es kein Ende in diesem Spiel. Und ich mache nicht nur Quests, ich mache jetzt gerade den Sternenpfad, der ist zeitlich exklusiv. Das heißt, das, was ihr jetzt hier seht, hier, da, diese Aufgaben, die man hier machen muss, um Sachen freizuschalten, gelten nur noch 14 Tage. Und deswegen muss ich mich jetzt sputen. Und deswegen machen wir das. Also du hast quasi immer was zu tun in diesem Spiel. Deswegen kann man eigentlich gar nicht davon sprechen, dass es hier eine gewisse Spielzeit gibt. Kann man leider gar nicht sagen. Ne? Christoph spacht den an. Kommt doch ganz darauf an, wie du spielst. Es kommen ja regelmäßig Updates. Aktuell spielt Toffi den Sternpfad. Das ist sowas wie ein Battle Pass. Genau. Und die, aber der Battle Pass, also das ist sozusagen quasi ein... Ja, nee, gratis Battle Pass ist es ja auch nicht. Es ist so ein halber gratis Battle Pass, ne? Weil ich meine, gewisse Aufgaben schaltet man ja durch kostenfrei. Aber Ryan, kannst du mir mal sagen, wie ist denn das, wenn ich jetzt nicht den Sternpfad gekauft habe für Mondsteine, die du übrigens aber auch finden kannst, musst ja nicht für echt Geld machen, ne? Kann ich dann trotzdem die Aufgaben vom Sternpfad machen, nur halt quasi nur die Hälfte der Aufgaben? Oder muss ich immer bezahlen, um irgendwas zu bekommen im Sternenpfad? Das ist mir tatsächlich jetzt gerade nicht ganz klar, bevor ich eine falsche Information raushaue. Ich habe mit DLC 400 Spielstunden, mache nur Quests und wenn möglich den Sternenpfad. Alter, das ist krass. 400 Spielstunden. Also ich habe bestimmt auch schon 300, da bin ich mir ziemlich sicher. 300 habe ich auch schon locker. Das ist das längste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Ich habe noch nie ein Spiel so lange gespielt wie dieses. Und das will was heißen. Weil ich war auch nie... Selbst mein aller Lieblingsspiel habe ich nie auf 100% gemacht, weil es mich einfach nicht interessiert hat. Selbst weil es, obwohl es mein Lieblingsspiel ist, weigere ich mich Sachen zu machen, also Final Fantasy IX, weigere ich mich Sachen in Final Fantasy IX zu machen, die halt einfach unnötig sind. Und bei diesem Spiel hat es mich einfach gepackt. Die oberen drei hast du free und du kannst auch einige Sachen vom Pfad einsammeln, nur die Premium-Sachen eben nicht. Ah, okay, alles klar. Dann ist es quasi wirklich ähnlich wie jeder andere Battle Pass. Da ist ja auch so, dass du gewisse Sachen gratis kriegst, aber halt gewisse Dinge nur kostenpflichtig. Geht, meine Katze hat gerade eine Spinne an der Decke entdeckt. Ich mag keine Spinnen. Ja. Solange du weißt, wo sie ist. Jetzt musst du sie nur noch permanent beobachten und rausfinden, ob sie sich bewegt. Guck mal, den kann ich übrigens nicht mehr weglooten. Doch. Ich kann ihn weglooten. Oh, das ging nicht.
Der war Ewigkeiten verbuggt. Jetzt geht's wieder. Oh, Leute, es ist an. Es liegt an euch. Es liegt an euch. Ihr habt mir gerade da den Bug. Verbuggt? Nee. Es hat sich verbuggt. Es hat sich ausgebuggt. So. Ja, aber ich finde halt das Glänzende. Noch 3 Stück. Es dauert halt, ne? Und eine Zeit mit Christoph verbringen, da muss ich auch noch 14 Minuten. Ich habe in einem Video gesehen, dass es tatsächlich immer noch kein Glänzen. Verdammt! Dass es ein Huhn gegeben hat, das eine Spinne gefressen hat. Da hat irgendjemand eine Spinne gesehen? Irgendwo an der Decke? Und hat sein Huhn hingehalten. Gut, hat man ja jetzt mal ein Huhn zu Hause. Gehst du zu Kentucky Fried Chicken, leiste kurz eins aus. Und wenn du eine Spinne hast und dann... Siehst du, das war jetzt das beste Beispiel. Davor war nix. Da war nix. Da hat kein Ding rausgeguckt. Und trotzdem habe ich eins rausgezogen. Das ist zwar ein Edelstein, aber kein glänzender war. Genau. Und ja, sorg einfach dafür, dass du einen Huhn hast. Dann picken die das auf. Lustig, wenn Tiere Sachen Angst haben, die sie eigentlich jagen sollten. Wieso haben Katzen Angst vor Gurken? Da gab es auch mal so einen Trend auf YouTube oder so, ne? Da gab es auch irgendwie so 1000 Videos. Ich habe zumindest davon gehört. Ich selbst habe, glaube ich, nie eins gesehen. Es gab so irgendwie 1000 Videos von Katzen, die Angst vor Gurken hatten. Wieso haben Katzen Angst vor Gurken? Ach, Gurken bestehen quasi zu 90 oder über 90% aus Wasser. Und Katzen mögen doch kein Wasser. Jetzt. Logisch, ist klar. Da gab es mal irgendeine Katze, die hat mal so eine Gurke gegessen und hat ein bisschen zu stark draufgebissen und dann ist das Wasser rausgelaufen und dann, ne, pfitsch, alles ganz nass. Und dann sagt Katze I und dann erzählt das Katze weiter, ne, so eine Tratschkatze. Und seitdem mögen keine Katzen mehr Gurken. Ich meine mal gehört zu haben, dass es nicht an der Gurke lag, sondern weil das plötzlich da plötzlich was lag. Das hättest du theoretisch auch eine Tomate machen können. Ja, eine Tomate besteht ja auch zu fast nur aus Wasser. Leute, es liegt am Wasser. Ich hab's rausgefunden. Ein Mysterium ist gelöst. Dank Toffi. Schon wieder haben wir was gelernt im Stream. Ja, Mensch, ist das pädagogisch wertvoll hier. Meine Güte, bin ich gut. So, mal kurz was essen. Ich hab nichts mehr zum Essen. Ich esse mal ganz kurz das. Ich muss nur ganz kurz hier drauf datschen. Dann gehe ich mal zum Restaurant und hole noch das andere Essen, was da noch rumliegt. Das hat jetzt genug abgekühlt. Das war mir zu heiß. Du bist das Brain hier. Toffee the Brain. Buzz Lightyear. Nein, nicht Buzz Lightyear. Toffee the Brain. Die grüne und die längliche Form erinnert an eine Schlange. Haben Katzen Angst vor Schlangen? Ja, die begegnen sich, also... Die begegnen sich in der freien Natur doch nie, oder? Das ist ein bisschen mühselig. Ich muss auch noch mein Zeug noch wegbringen, warte. Gerade mühselig, das alles zu essen. Weil ich muss erst das andere Scheißzeug wegbringen. So... Ja, und fertig. Tiger und Löwen zum Beispiel, die haben auch keine Angst voreinander, weil die in der freien Natur, ich habe mal gehört, die können in der freien Natur, lernen die sich gar nicht kennen. Tiger sind ja aus den Tropenbereichen, glaube ich. Also irgendwo im Regenwald und Löwen eher in der Savanne, im Heißen. Das heißt, die kennen sich gar nicht. Obwohl sie zur gleichen Familie gehören, kennen die sich nicht. Stell mir vor, du hast irgendwo einen Cousin oder Cousine oder was auch immer. Und ja, ich weiß, manche sagen Cousin. Wir sagen hier im Süddeutschen Cousin. Ich habe mir beides angeeignet tatsächlich. Mittlerweile kenne ich das norddeutsche Cousin und das süddeutsche Cousin kenne ich, habe ich beides so ein bisschen benutzt. Benutzt meine ich natürlich. Aber ich sag jetzt einfach mal Cousin. Stell mir vor, ihr habt einen fetter dritten Grades. So, jetzt sagen wir es einfach so. Der irgendwo auf der Welt ist und den lernt ihr dann irgendwann mal kennen. Hey, du bist es! Und wisst gar nicht, dass ihr verwandt seid.
erfahrt das erst im Nachhinein. Das ist schon ein bisschen komisch, oder? Einen fetten dritten Grades. Ja. Das ist Fettshaming. Das macht man nicht, Ryan. Schäme dich. So schämen sie sich, Ryan S. Heckler. Dies ist Fettshaming. So, warte mal. So. Tipp, Tipp. Ich bin selber fett, ich darf das. Ich darf auch keine Witze über Doofe machen, obwohl ich so saudoof bin. Ne? So, Ich nehme mal Wally noch dazu. Oder? Warte mal. Nee, Remy. Der ist auch nicht schlecht, weil dann kann ich... Genau, dann kann ich nach vorne hier. So. Ha. Ich drücke immer zu schnell, siehst du? Also gegen Remy werde ich es jetzt schaffen. Ich kämpfe ja gerade gegen Remy, weil der ist nur Stufe 1. Also das sollte ich hinkriegen. Wenn ich das jetzt nicht hinkriege, dann bin ich ein echter Lappen. Klar darfst du das, aber du verstehst die dann doch gar nicht. Weil ich so doof bin. Ich bin so doof, dass ich die Doofen nicht verstehe. Das muss man auch erstmal hinkriegen. So, dann mache ich den dahin. So. Ich klaue alles hier. Ach so, scheiße. Jetzt habe ich mir selber gerade ein Ei gelegt. Ja gut. Dann kriegen wir wenigstens ein bisschen was hier. So. Guck mal, jetzt haben sie alle auf dem Haufen. Es ist auch sehr intelligent von mir. Ich bin doch ein Lappen. Habe ich euch erzählt, dass ich heute Konzertkarten gewonnen habe? Oh, cool. Ja, für was denn? Jana schreibt es auch schon. Das wäre interessant zu wissen. Für irgendwas Tolles oder irgendwie Justin Bieber oder so? Für die Wilderger Herzbuben. Oder für die Abschiedstournee von den Flippers. Die geht doch schon seit 30 Jahren auf Abschiedstournee, oder? So, und so. Ja. Flipp. Ihr könnt meine Punkte gar nicht sehen. Das ist immer so eine spannende Geschichte hier bei mir, weil ihr meine Punkte gar nicht sehen könnt. Von Ray Garvey ein Exklusivkonzert. Ich bin zwar jetzt nicht so unbedingt der Fan von Ray Garvey, aber er macht gute Musik. Das muss man schon fairerweise sagen. Ich persönlich würde nie auf ein Konzert gehen, aber das ist halt nicht so mein Fall. Aber er macht schon gute Musik. Das stimmt schon. So, mal so. Ja, ist ein bisschen, ich habe es ein bisschen verdeichselt hier. Aber hier mit Dagobert kommt. Na, ich komme nicht ganz rüber. Schade. Shitty, shitty, shitty. Ja, aber trotzdem. Ich bin trotzdem gut. Guter Dinge, dass ich es schaffen kann. Ja, ich habe gewonnen. Victory. Ja, da steht doch V. Victory. Oh, ich krieg Pumba. Cool. Aber nur Stufe 1. Das muss man auch hinkriegen.